Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Heute eine Audioaufzeichnung, eine kurze Audioaufzeichnung als Push und Hilfestellung im Alltag. Wir streben alle nach Taten und manchmal merkt man, wie schwer es wird im Alltag und man vergesslich ist und Dinge nicht mehr tut und durch Arbeit, Familie, Freunde irgendwie abgelenkt ist. Und dann vergeht der Tag und denkt sich, ja, was habe ich heute gemacht? Wichtig ist, dass wir lernen, nichts gering zu schätzen. Alhamdulillah. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala, den wir anbeten. Und so hat er die Religion gemacht, dass er uns alles anrechnet. Und ich bin auf eine sehr schöne Überlieferung gestoßen, die ich euch mitteilen möchte und mitgeben möchte, nachdem ich den Tafsir, die Interpretation von dem Vers in der Sure 99, Vers 7 gelesen habe. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, wer nun im Gewicht eines Stäubchen Gutes tut, wird es sehen. Und einerseits wird es natürlich eindeutig, wenn nun etwas Gutes tut im Gewicht eines Stäubchen. Dharra ist eigentlich noch weniger als ein Stäubchen, das ist Staubkorn quasi. Ja, wer kann das mit dem Auge wahrnehmen von uns? Eigentlich gar keiner, ja. Man kann Staubkorn so Atomgröße nicht wahrnehmen. Und trotzdem, alles, was du an Gutes tust in dein Leben, alles, was einen guten Hintergrund hat, und es tust in deinem Leben, wirst du sehen bei Allah. Allah wird dir das hier anrechnen, er wird dir es dir zeigen. Und subhanallah, als ich dann las in der Interpretation rein, dann kommt man natürlich auf den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der sagt, schützt euch vor dem Feuer, selbst wenn es nur durch eine halbe Dattel ist, ja, und durch das Aussprechen eines einzigen gutes Wortes. Ja. Eine halbe Dattel ist ja nicht viel. Viele denken, man muss sehr viel spenden, um Gutes zu erreichen oder um dass das wirklich angerechnet wird. Nein, es gibt's bei, und das ist das Wichtigste hier, es gibt kein Mindestmaß für die Tat, die du tust als Gutes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er rechnet dir sogar die Größe eines Staubkornes, so eine Atomgröße, ja, nee, so eine ganz, ganz kleine, das gibt's, der will ja damit sagen, es gibt kein Mindestmaß. Tu Gutes. Darum sagt wiederum der Prophet, rette dich vor dem Höllenfeuer, auch mit dem Spender einer halben Dattel. Weiter am Lesen in den Interpretation dieses Verses, in Sure 99, Vers 7, kommt eine Überlieferung von Aisha radiallahu anha, die mich eigentlich überwältigt hat. Aisha radiallahu anha, die Mutter der Gläubigen, liebe Geschwister, es ist von ihr berichtet worden, dass sie eine einzelne Traube als Almosen gab. Ja, sie gab eine einzelne Traube als Almosen, ja, als Spende, als Almosen. Und als sie die gegeben hat, sagte sie dann, liebe Geschwister, ein Satz, den wir uns merken müssen und den wir uns immer selber sagen sollten, wenn wir Gutes tun. Sie gab diese Traube ab als Almosen mit der richtigen Absicht zu spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte sie, wie viel Staubkörnchen entspricht sie? Ja, nee, wie viel Staubkörnchen können doch in einer Traube sein? Wie viel Staubkörnchen wird sie entsprechen? Weil Allah subhanahu wa ta'ala rechnet alles an Gutem, selbst im Gewicht einer Staubkörnchen. Und wie viel Gewicht von Staubkörnern hat eine Traube? Damit wollte die dir das auch zeigen. Und damit hat auch Aisha radiallahu anha natürlich uns gezeigt, dass die verstanden hat, dass wir nichts geringschätzen müssen. Wir dürfen nichts geringschätzen, liebe Geschwister. Und jedes Mal, wenn du was tust, sollst du dich immer wieder fragen, wie viel Staubkörnchen möge diese Tat wiegen? Wiederum kennen wir diese Aussage des Propheten Mohammed, der sagt, es gibt zwei Wörter, die sind leicht auf der Zunge, schwer in der Waagschale. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Wie bemessen, wenn wir die jetzt aussprechen, du spürst dieses Gewicht nicht, aber bei Allah hat das Gewicht. Somit tu Gutes und zweifle nicht an deiner Tat. Tu Gutes und wiege nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dir kein Mindestmaß gegeben an Gewicht. Denk immer daran, wenn du was Gutes tust und du nimmst einen Euro und du spendest, wie viel Staubkörnchen mögen in diesem Euro drin sein, in dieser Spende drin sein. So wie Aisha radiallahu anha es gemacht hat. Wenn du was Gutes sagst, genau dasselbe. Ja, geschweige, wenn du mehr als das tust. Deswegen, liebe Geschwister, dürfen wir uns vom Shaitan nicht ablenken und nicht wegdribbeln lassen und denken, ach, lohnt sich gar nicht, was zu tun, weil das ist so eine Mini-Tat. Bei Allah hat keine Tat irgendwie, dass man sagt, sie hat ein Mindestmaß und die wiegt er nicht. Er wiegt alles ab. Alhamdulillah.